Ich zeige in diesem Video, wie eine doppelte Luftmaschenkette gehäkelt wird. Die ist viel elastischer als die normale Luftmaschenkette. Und zwar lassen wir ganz langen Anfangsfaden, ungefähr 2 Meter lang für 100 Maschen. Ich zeige hier mit kleinerem Muster. Und häkeln eine ganz normale erste Luftmasche. So, und dieser Anfangsfaden bleibt zuerst einfach von unten hängen. Wir holen diese Anfangsfaden auf die Häkelnadel, so, und ziehen den Arbeitsfaden durch beiden Schlingen auf der Häkelnadel. Dann wiederholt sich Schritt wieder, Anfangsfaden holen, Arbeitsfaden durch beide Schlingen ziehen. Anfangsfaden, Arbeitsfaden. Und den Arbeitsfaden ziehen wir immer durch 2 Schlingen auf der Häkelnadel. Dieser Schritt wird wiederholt, bis die benötigte Maschenanzahl erreicht ist. Und dieser Anfangsfaden kommt dann mit nach oben. Die ist dann jetzt sozusagen mit den Arbeitsfaden zusammen. So, es entsteht dabei eine dickere Luftmaschenkette als die normale und die ist viel elastischer als die normale Luftmaschenkette. Deshalb empfehle ich die als Anfangsluftmaschenkette für Pullover und Jacken.